Wolfgang Borchert. Stimmen sind da, in der Luft, in der Nacht. Die Straßenbahn fuhr durch den nebelnassen Nachmittag. Der war grau und die Bahn war gelb und verloren darin. Denn es war November und die Straßen waren leer und lärmlos und ohne Lust. Nur das Gelb der Straßenbahn schwamm einsam im nebligen Nachmittag. In der Bahn aber saßen sie, warm, atmend, erregt. Fünf oder sechs saßen da, Menschen verloren, einsam im Novembernachmittag, aber dem Nebel entronnen. Saßen unter tröstlichen, trüben Lämpchen, ganz vereinzelt saßen sie, dem nassen Nebel entronnen. Leer war es in der Bahn. Nur die fünf waren da, ganz vereinzelt und atmeten. Und der Schaffner war der sechste an diesem späten, einsamen Nebelnachmittag. War da mit seinen milden Messingknöpfen und malte große, schiefe Gesichter an die feuchten, behauchten Scheiben. Die Straßenbahn stieß und stolperte gelb durch den November. Drinnen saßen die fünf Entronnenen und der Schaffner stand da und der ältere Herr mit den vielfältigen Tränensäcken unter den Augen fing wieder an. Halblaut fing er wieder davon an. In der Luft sind sie, in der Nacht. Oh, sie sind in der Nacht. Darum schläft man nicht. Nur darum. Das sind einzig und allein die Stimmen. Glauben Sie mir, das sind nur die Stimmen. Der ältere Herr beugte sich weit vor. Seine Tränensäcke schlotterten leise und sein seltsam heller Zeigefinger piekste der alten Frau, die ihm gegenüber saß, auf die flache Brust. Sie zog geräuschvoll die Luft durch die Nase und starrte erregt auf den hellen Zeigefinger. Immer wieder zog sie laut die Luft hoch. Sie musste das, denn sie hatte einen schönen, abgrundtiefen Novemberschnupfen, der ihr bis in die Lunge zu reichen schien. Aber trotzdem machte sie der Finger erregt. Die beiden Mädchen in der anderen Ecke kicherten. Aber sie sahen sich nicht an, als von den nächtlichen Stimmen die Rede war. Sie wussten es längst, dass es nachts Stimmen gab. Gerade sie wussten es vor allen. Aber sie kicherten, weil sie sich voreinander schämten. Und der Schaffner malte große, schiefe Gesichter auf das nebelbeschlagene Fensterglas. Und dann saß da ein junger Mann, der hatte die Augen zu und war blass. Sehr blass saß er da unter dem trüben Lämpchen. Er hatte die Augen zu, als ob er schliefe. Und die Straßenbahn stieß schwimmend gelb durch den einsamen Nebelnachmittag. Der Schaffner malte ein schiefes Gesicht an die Scheibe und sagte zu dem älteren Herrn mit den leise schlotternden Tränensäcken: »Ja, das ist klar, Stimmen sind da. Allerhand Stimmen gibt es und nachts natürlich besonders.« Die beiden Mädchen schämten sich heimlich und machten ein kribbeliges Gekicher und die eine dachte, nachts, nachts besonders. Der mit den schlotternden Tränensäcken nahm seinen hellen Finger von der Brust der verschnupften alten Frau und piekste nun damit auf den Schaffner los. »Hören Sie«, flüsterte er, was ich sage, Stimmen sind da, in der Luft, in der Nacht und, meine Herrschaften«, er nahm den Zeigefinger vom Schaffner weg und stach damit steil nach oben. »Wissen Sie auch, wer das ist? In der Luft? Die Stimmen? Nachts die Stimmen? Wissen Sie das denn auch? Wie?« Leise schlotterten die Tränensäcke unter seinen Augen. Der junge Mann am anderen Ende des Wagens war sehr blass und hatte die Augen zu, als ob er schliefe. »Die Toten sind es, die vielen Toten«, der mit den Tränensäcken flüsterte. »Die Toten, meine Herrschaften, es sind zu viele. Sie drängeln sich nachts in der Luft. Die viel zu vielen Toten sind das. Sie haben keinen Platz, denn alle Herzen sind voll, überfüllt bis an den Rand. Und nur in den Herzen können sie bleiben, das ist sicher. Aber es sind zu viele Tote, die nicht wissen, wohin.« Die anderen in der Bahn an diesem Nachmittag hielten den Atem an.
Nur der blasse junge Mann holte mit geschlossenen Augen tief und schwer Luft, als ob er schliefe. Der ältere Herr piekste mit seinem hellen Zeigefinger nacheinander auf seine Zuhörer los. Auf die Mädchen, auf den Schaffner und auf die alte Frau. Und dann flüsterte er wieder: Und darum schläft man nicht, nur darum. Es sind zu viel Tote in der Luft. Die haben keinen Platz. Die reden dann nachts und suchen ein Herz. Darum schläft man nicht, weil die Toten nachts nicht schlafen. Es sind zu viele, besonders nachts. Nachts reden sie, wenn es ganz still ist. Nachts sind sie da, wenn das andere alles weg ist. Nachts haben sie dann Stimmen. Darum schläft man so schlecht. Die alte Frau mit dem Schnupfen zog piepend die Luft hoch und starrte erregt auf die faltigen, schlotternden Tränensäcke des flüsternden älteren Herrn. Aber die Mädchen kicherten. Sie kannten andere Stimmen in der Nacht, lebendige, die wie warme männliche Hände auf der nackten Haut lagen, die sich unter das Bett schoben, leise, gewalttätig, besonders nachts. Sie kicherten und schämten sich voreinander, und keine wusste, dass die andere auch die Stimmen hörte nachts in den Träumen. Der Schaffner malte große, schiefe Gesichter an die nebelnassen Scheiben und sagte: »Ja, die Toten sind da, die reden in der Luft, in der Nacht, ja. Das ist klar, das sind die Stimmen. Die hängen nachts in der Luft überm Bett, da schläft man davon nicht, das ist klar.« Die alte Frau zog ihren Schnupfen durch die Nase und nickte. »Die Toten, ja, die Toten, das sind die Stimmen, überm Bett. Oh ja, immer überm Bett.« Und die Mädchen fühlten fremde männliche Hände heimlich auf der Haut und sie hatten rote Gesichter an diesem grauen Nachmittag in der Straßenbahn. Aber der junge Mann, der war blass und sehr einsam in seiner Ecke, und hatte die Augen zu, als ob er schliefe. Da stach der mit den Tränensäcken mit seinem hellen Finger in die dunkle Ecke hinein, in der der Blasse saß, und flüsterte: »Ja, die Jungen, die können schlafen, nachmittags, nachts, im November, immer. Die hören die Toten nicht. Die Jungen, die verschlafen die heimlichen Stimmen. Nur wir Alten haben inwendig Ohren. Die Jungen haben keine Ohren für die Stimmen nachts, die können schlafen.« Sein Zeigefinger piekste von Ferne verächtlich auf den blassen jungen Mann los und die anderen atmeten erregt. Da machte er die Augen auf, der Blasse, und stand plötzlich und schwankte auf den älteren Herrn zu. Erschrocken verkroch sich der Zeigefinger in der Handfläche und die Tränensäcke standen einen Augenblick lang still. Der Blasse, der Junge, griff nach dem Gesicht des älteren Herrn und sagte: »Oh, bitte, werfen Sie nicht die Zigarette weg. Geben Sie sie mir, bitte. Mir ist schlecht. Ich habe nämlich etwas Hunger. Geben Sie sie mir. Das tut gut. Mir ist nämlich schlecht.« Da feuchteten sich die Tränensäcke an und fingen faltig an zu schlottern, traurig, leise, erschrocken. Und der ältere Herr sagte: »Ja, Sie sind sehr blass, Sie sehen sehr schlecht aus. Haben Sie keinen Mantel? Wir haben November.« ich weiß doch«, sagte der Blasse. »Meine Mutter sagt jeden Morgen zu mir, ich soll den Mantel anziehen, es wäre November.« »Ja, ich weiß, aber sie ist schon 3 Jahre tot. Sie weiß ja nicht, dass ich keinen Mantel mehr habe. Jeden Morgen sagt meine Mutter, es ist doch November, sagt sie. Aber sie kann das ja nicht wissen mit dem Mantel. Sie ist ja tot.« Der junge Mann nahm die glimmende Zigarette und schwankte aus dem Wagen. Draußen war Nebel, war Nachmittag und November. Und in den einsamen, späten Nachmittag hinein ging ein junger, sehr blasser Mann mit einer Zigarette. Er hatte Hunger. Er hatte keinen Mantel. Seine Mutter war tot und es war November. Und drinnen saßen die anderen und sie atmeten nicht. Leise, traurig schlotterten die Tränensäcke. Und der Schaffner malte große, schiefe Gesichter an die Scheibe.
große, schiefe Gesichter.